Was machen wir, wenn zwei Bullen, die Uralphas im Stamm, sich in die Haare bekommen? Muss das zu einem unglaublichen, blutigen, biologischen Programm ausarten? Oder können wir das ein bisschen verlagern? Hallo, hier ist der Albert Emanuel, euer Herz-Community-Coach und Trainer. Ich möchte euch gerne einen Ansatz liefern, der zum Thema eben Trigger und Umgang damit passt. Ich habe ihn auch teilweise auch schon einmal umgesetzt in einem Training mit dem lieben Marco. Da haben wir sozusagen dieses Aura-Boxing gemacht. Prinzipiell, ich setze es einmal voraus, dass die beiden Alphas eine Reife haben im Alela. Also in diesem, ich weiß, ich bin im Trigger, ich muss jetzt etwas damit tun. Gehen wir es an, mach mal was draus. Die fangen an mit einem Warm-up, wo sie sich ausschütteln, austoben, jeder für sich, dass man sozusagen einmal das Innere verarbeitet ist. Und dann kann man diese sportliche Tätigkeit nochmal probieren, um zu sehen, wer sozusagen schlägt denjenigen in einer gewissen, sage ich jetzt einmal, physischen Situation. Achtung, zwei Alphas werden eigentlich nichts akzeptieren, was rein nur Körperkraft ist, weil man weiß, im Endeffekt gewinnt immer das höhere Aggressionspotenzial. Aber eben das, genau dieses könnte man channeln. Und zwar stellt sich dann jeder Alpha einmal sozusagen als Aura-Prügelknabe zur Verfügung. Was das heißt, erkläre ich euch gleich. Also er hält Raum für Angriffe und Aggression des Partners. Dieser schlägt, ohne ihn zu berühren, in die Aura des jeweiligen. Ja? Und er hält dagegen und irgendwann einmal lässt er die Aura einfach ein bisschen lockerer und übernimmt diese energetischen Schläge im Körper. Ja, das benutzt er gleichzeitig zu einem, um seine Chakren in dieses Beckenboden-Qi-Pumpe-Gefühl hineinzubringen. Das heißt, er wird geschlagen, aber gleichzeitig erhält er auch Energie und spielt den Unterlegenen. Er spielt, dass er wirklich so eine nach der anderen fängt und irgendwann einmal taumelt und umfällt. Und der andere darf die Pose des Siegers über ihn ausüben. Ja, das heißt, er hat Hand auf die Brust oder auf die Hals. Auch das macht er in der Aura. Die berühren sich nie. Die berühren sich nie, aber die schenken sich voll ein. Die geben Vollgas, das volle Aggressionspotenzial, aber es wird abgefedert in der Aura. Also derjenige, der dominiert, ist dann oben, ja, steht über dem, der zu Boden gegangen ist. Und dann fängt sofort das Heilungsprogramm an. Und der Aggressor wird zum Heiler und baut denjenigen, den er gerade niedergeprügelt hat, auch mit der Energieaura wieder auf. Ja, also Leute, die so ein bisschen ein Gefühl für Kontaktimprovisation und für Energie schicken und empfangen haben und darauf reagieren, die werden sich leicht tun. Das Wichtige dabei ist, man baut ihn wirklich so auf, dass so in Impulsen der Körper langsam wieder aufwacht, in seinen vollen Stand kommt, und dann geht der Heiler leicht auf die Knie und feiert diese Begleitung in die Heilung. Ja? Dann wird getauscht und der ehemalige Unterlegene ist der neue Gewinner und darf halt Vollgas seine Aggression noch einmal in die Aura hineingeben. Und im Heilungsprozess richtet er ihn und sich auf und hat die Möglichkeit, dann noch einmal eben auch seinen Heilungsprozess mitzunehmen. Das ist ja das Schöne. Wenn wir in Aggression sind miteinander, werden wir angesteckt, aber wenn wir in Heilung sind miteinander, dann steckt sich das ja auch an. Somit ist dann am Schluss der zweiten Heilungsphase wiederum so ein Ausgleich, dann können sich die mal ordentlich umarmen. Also da macht der physische Kontakt schon Sinn. Und dann kann ein bisschen vielleicht sich getrennt werden. Jeder macht so ein bisschen so seine Sachen, die noch anstehen. Und dann kann man zusammenkommen. Auch da also braucht es jemanden, der schlichtet, was, wenn es zwei Alphas sind, extrem schwer ist. Also die werden nicht wirklich dem Beta, der ihnen den Raum hält, Raum geben. Wenn die Alphas sehr, sehr
fortgeschritten sind und weise sind, dann sehen sie diesen Heilauftrag und dann übergeben sie ihm auch diese Autorität. Also das, dann wird das einfach, ist das einfach im Bewusstsein. Ja? Also sie wissen zwar, das biologische Programm wird es vielleicht nicht zulassen, aber die Kontrolle über dieses biologische Programm ist da. Und diese Arbeit, die jetzt in der Aura ist, die wirklich die erste Aggression einmal abbaut, kann dann wiederholt werden mit diesem typischen Kombatalela, was ich ja auch entwickelt habe, wo man den Körper abklopft, so im Systemerprinzip, wo man eine Mischung macht aus Massage und Schlagen. Ja? Aber man tut sich nicht weh und der andere hat die Kraft, das auszuhalten. Empfehle ich aber mehr, wenn die Trigger nicht da sind. Ja? Also sondern eben das sozusagen in der Verarbeitung. Das Großartige dabei ist, wenn ich lerne, dass ich Schläge absorbieren kann und dass ich den anderen einlade, auch ein bisschen so seine Aggression, ein wenig, aber in was Therapeutisches. Also es sind so diese fünf Elemente, diese vier Elemente eben, das feurige Kratzen und so dieses Aufschlagen, das erdige hinein und dann diese Streifen auch und sozusagen Aktivieren der Faszien und das Verdrehen der Gelenke sanft, aber doch bestimmt, führt zu einem Experimentierfeld, wo ich aber auch die Kraft und das Potenzial meines Gegners wahrnehme. Da merke ich, der hat schon was drauf, also der reagiert gut und in einem Kampf, wo wir uns messen würden, da würde ich da vielleicht den Kürzeren ziehen und da wäre ich, also diese ganze Biologie läuft da über die Massage in einem Parallelprogramm ab und die beiden haben dann das Gefühl, sie sind sich begegnet, sie haben auch sich wahrgenommen als Männer. Es ist eh klar, wer wahrscheinlich in einem richtigen harten Kampf da wahrscheinlich das größere Aggressionspotenzial hat, das erkennt man in diesem Aura Boxing sowieso und da weiß man dann, wer der Alpha ist, also sozusagen. Ne? Und dieser Alpha erkennt das natürlich auch in sich und hat ab dann den Auftrag, immer mehr diese Friedensarbeiten voranzutreiben, immer mehr Raum zu halten, damit die Friedensarbeiten auch gut werden und bis zu einem gewissen Grad die Größe zu zeigen, ja, da bin ich auch oft noch im stärkeren Reptilienprogramm. Achtung, ein wesentlicher Aspekt, der stärkste Alpha ist nicht unbedingt der ausgeglichenste Charakter, sondern viele Alphas, also ich sage immer, das ist eine Mischung, ne? Ein wahrer Alpha hat keine Konflikte, weil er einfach so drüber steht. Aber es gibt ja diese Betas, oder Deltas eigentlich, ne? die nicht ganz integriert sind in der Gruppe und ein enormes Aggressionspotenzial haben, eben weil sie nicht ganz stabil sind. Und vor denen hat jeder Angst, weil man Angst vor dieser Aggression hat. Das ist aber eigentlich kein echter Alpha, sondern das ist derjenige, der halt enorm so ein bisschen sozusagen instabil ist und den man mit Samthandschuhe anfassen muss. Das ist sozusagen die Dominanz des Opfers, das ich sage. Und das ist, was wir eigentlich nicht wollen. Wir wollen möglichst viele ausgeglichene Mitglieder, die Alpha-Qualitäten haben. Und wenige Leute, die ständig um Aufmerksamkeit brauchen, weil eben ihre inneren Kinder unausgeglichen und verletzt sind. Ja, also diese innere Stärke zu behaupten. Und dieses Aura-Boxing kann dieses Selbstbewusstsein durchaus schaffen. Weil eben, wenn ich auch gegenüber jemandem, der oft stärker ist, die Möglichkeit habe, einmal der Sieger zu sein, dann überschreiben sich alte Unterwerfungs- und ich bin nicht gut genug Programme auch. Also da gibt es auch eine Möglichkeit, viele Dinge zu heilen. Wichtig ist aber immer, dass wir uns bewusst sind, was reitet mich gerade oder was kann ich gerade zureiten. Eine kurze Zusammenfassung zu dem Teil noch. Also speziell für die männliche Energie ist es aber definitiv auch gut, wenn es auch mal die Frauen machen. Weil es gibt ja natürlich Revierkämpfe auch unter Frauen. Also das ist ja nicht so. Schließen wir ab. Wie immer freue ich mich über Kommentare, Likes und Weiterleitungen. Und ganz besonders freue ich mich natürlich, wenn hin und wiederum sich auch mal Männer ganze Männergruppen an mich wenden, um einmal ein Löwenherz-Seminar oder eben ein Löwenherz-Schwerpunkt in eurem Teambuilding zu machen.
Ihr glaubt gar nicht, wie wesentlich das ist, auch in Firmen, weil diese Programme einfach laufen und hin und wieder mal eine Möglichkeit finden, so einen gesunden Fight Club innerhalb der Firma zu schaffen, wobei immer auch klar sein muss, also das ist eine Möglichkeit, sich auszugleichen, aber es wird immer auch diese biologischen Programme bis zu einem gewissen Grad auch verstärken und die lassen sich nicht auflösen dadurch. Also der Chef der Firma wird immer der Chef der Firma sein, auch in diesen extra Gymnastikräumen. Das braucht er bis zu einem gewissen Grad, das muss auch getragen werden, aber man kann erkennen, wo die Qualitäten der anderen Männer sind und wir spüren uns einfach noch einmal direkter und das kann zu einem enormen Bonding auch innerhalb einer Firmenstruktur führen, wo eben, wie ich oft schon sage, wo dieses Familie, Clan, Stamm und Firma vielleicht verschmelzen möchte. Und das sind schon Dinge, die es wert sind, angeschaut zu werden, weil wir haben Herausforderungen dabei, aber wir haben auch enormes Wachstumspotenzial. Und dort wollen wir ja hin. Alles Zusatz Liebe. Zum Thema Konfrontation eben zwischen den Alphas, manchmal auch zwischen den Generationen. Das ist ja auch eine ganz wesentliche Geschichte in einer Community, dass die Alten bestimmte Traditionen einführen, die Jungen wollen sie umwerfen und dann gibt es eben dieses mehr oder weniger Alt gegen Jung. Ich glaube, dass da auch da wesentlich ist, dass diese Konflikte bis zu einem gewissen Grad rituell ausgetragen werden und Verständnis aufgebracht wird für die Erfahrung der Alten. Also das ist nicht schlecht. In Damanhur, kann ich mich erinnern, wurden diese Generationskonflikte ganz bewusst auch von Falco geschürt und dann in einer sozusagen Wasserpistolenschlacht im Wald ausgelebt. Und es war dann so, dass eben die Alten einfach die mehr oder weniger einfach schlichtweg die besseren Überlebenskünstler waren. Und die Jungen konnten dann eigentlich nichts anderes, hatten dann eben, also mussten eingestehen, dass Erfahrung einfach in bestimmten Bereichen einfach nach wie vor mehr zählt noch. Was dort nicht stattgefunden hat, ist dann aus diesem Konflikt die wichtigen Argumente und das Verständnis füreinander aufzubauen. Also es ist dann im Endeffekt eine Dominanzgeschichte geblieben und die funktioniert langfristig nicht gut. Also erst einmal das biologische Programm sozusagen etablieren, aber dann muss dann der Alte in dem Fall die Größe haben, sagen, jetzt höre ich dir aber trotzdem zu. Ich möchte wissen, was ist dein Argument und kann es irgendwie umgesetzt werden? Und zum Thema Dragon Dreaming, das kommt dann ein eigenes Video dazu, ist so etwas möglich. Man kann eigene Arbeitskreise schaffen und Laboratorien schaffen, wo Leute parallel zum Großen und Ganzen wirken.